Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tiefenschärfe, dem Infomagazin von Studierenden an der FH Wien. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Identität. Wir haben uns im neuen Haus der Geschichte angesehen, wie die Österreicher mit ihrer Vergangenheit umgehen. Wir wollten wissen, warum sich immer noch so wenige Frauen mit technischen Berufen identifizieren und mit welchen Vorurteilen Deutsche hierzulande kämpfen müssen. Zuerst geht es bei uns aber darum, welche Rolle Europa für die Identität der jungen Bevölkerung spielt. Vergangene Woche fanden europaweit die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Hierzulande war das Thema EU auf den Bildschirmen mancher junger Menschen präsenter denn je. Anderen ist die Europapolitik aber herzlich egal. Es mangelt an Interesse und Information, wie Lena Leibetz-Eder und Christina Huber herausgefunden haben. Weißt du, wenn die EU gegründet worden ist? Das weiß ich auch nicht. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU aktuell? Das sollte ich wissen. Wann ist Österreich zur EU beigetreten? Das ist eine gute Frage. Unsere kurze Umfrage auf einer Studentenparty in einer Wiener WG zeigt, wenn es um die Europäische Union geht, sind Österreichs Jugendliche häufig uninformiert. Und das, obwohl ein neuer Internettrend die europäische Identität an Beliebtheit gewinnen lässt. Die heimische Band Bilderbuch hat die Bewegung ins Rollen gebracht. Auf Social Media konnten sich Fans der Band einen eigenen europäischen Pass anfertigen lassen. Auch wenn es sich dabei um ein Wunschszenario handelt, bekennen sich seitdem viele junge Menschen online als stolze Europäerinnen und Europäer. Trotzdem finden Europapolitik und die kürzlich abgehaltenen EU-Wahlen wenig Anklang bei unter 30-Jährigen. Paul Schmidt ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Als mögliche Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung nennt er ein fehlendes Gefühl für die Zusammenhänge in Europa und Lücken im Bildungssystem. Schmidts Lösungsvorschlag ist ein Pflichtfach Europabildung. Wenn die Lehrer ein Gefühl dafür haben, dann können sie das auch im Unterricht vermitteln, dann können sie auch Inhalte vermitteln und pädagogisch so aufbauen, dass Interesse und Neugierde geweckt wird für grenzüberschreitende Themen, andere Kulturen, eine Vielfalt, die Europa ausmacht. So könnte die EU in Zukunft auch auf Partys zu einem beliebten Gesprächsthema unter Jugendlichen werden. Doppelter Vornamen. Juncker, Jean-Claude Juncker. Ah, voll. Jetzt haben wir. Von Europa zurück nach Österreich. Hier wurde vor einem halben Jahr das Haus der Geschichte eröffnet. Nach langem Streit hat Österreich damit endlich ein nationales Museum zur eigenen Zeitgeschichte und Identität. Sechs Monate nach der Eröffnung gibt es sowohl Lob als auch Kritik. Max Patak und Lukas Mittmasser haben sich vor Ort umgesehen und ziehen Bilanz. Jahre österreichische Zeitgeschichte auf 700 Quadratmetern. Davon kann man sich seit November 2018 am Wiener Heldenplatz einen Eindruck verschaffen. Knapp 1,5 Jahre nahm die Gestaltung des Museums in Anspruch. Mit der Bilanz von 48.000 Besuchern in den ersten 4 Monaten zeigt sich Kuratorin Birgit Jola zufrieden. Ja, also wir sind sehr sozusagen angetan, wie gut das Museum angenommen wird, sowohl von Jung und von Alt, als auch von Besucherinnen und Besuchern aus Österreich, aus Deutschland, aber eben auch aus anderen Ländern. Die inhaltlichen Schwerpunkte reichen von den dunkelsten Stunden der vergangenen 100 Jahre bis zum heutigen Tag. Dies stößt bei den Besuchern auf Anklang. Kritik wird jedoch an der Größe des Hauses verübt. Für uns war natürlich die Herausforderung, mit so wenig Quadratmeter so viel Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir haben versucht, oder ja, wir haben uns bemüht, fokussiert zu erzählen, pointiert, Objekte auch gut auszuwählen, die eben diese Schwerpunkte auch gut vermitteln können. Weiteres bestätigt Birgit Jola Rückmeldungen von Besuchern, dass es mehr Platz für die Inhalte bräuchte. Dahingehend diskutiert man aktuell über einen möglichen Umzug ins Parlament. Vor Ort gehen die Meinungen auseinander. Ich kenne, weil ich aus Deutschland komme, das deutsche Haus der Geschichte, was sehr viel größer ist und sehr viel mehr Aspekte noch umfasst. Das, von daher würde ich vielleicht schon sagen, dass es eher klein ausgefallen ist. Nein, ich finde, viel größer würde das Ganze erschöpfen. Ob die Heimat des Hauses der Geschichte auch in Zukunft der Heldenplatz bleibt, ist somit noch ungewiss. Finger weg vom Hammer, Schrauben sind tabu. Oft wird Mädchen eingetrichtert, dass Technik Männersache sei. An der TU Wien hat vor kurzem die Verleihung zur Technikerin der Zukunft stattgefunden. Veranstaltungen wie diese sollen technische Berufe in das Frauenbild integrieren. Meine Kollegin Magdalena Meyer und ich berichten.
Technik ist nach wie vor eine Männerdomäne. Laut SORA-Studie liegt der Anteil von Mädchen an Schulen wie der HTL bei nur 12%. Von allen Absolventen technischer Studiengänge ist jede fünfte weiblich. Schulen und Universitäten setzen Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken. So hat die TU Wien einen Wettbewerb für technisch interessierte Schülerinnen veranstaltet. Dabei haben sich Technikerinnen der Zukunft mit denen der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt. Also ich habe mir näher die Technikerin Sally Menke angeschaut, und zwar ist die eine Filmcutterin, und sie hat eben bei zahlreichen Filmen von zum Beispiel Quentin Tarantino, zum Beispiel Pulp Fiction mitgearbeitet. Auch die größte HTL des Landes in Mödling kämpft mit einem niedrigen Mädchenanteil. Gründe dafür gibt es viele, wie die Genderbeauftragte der Schule erklärt. Man braucht ja nur bewusst die Spielzeugwarenregale anschauen, und das ist wieder im Moment so ein Rückschlag, kommt mir vor. Ich glaube eigentlich, dass die Frau in der Technik genauso gut vorankommt oder alles genauso gut kann wie ein Mann. Es ist ja nicht jeder Mann geeignet für einen technischen Beruf. Wir versuchen das mindestens schon seit 20 Jahren irgendwie, den Anteil zu steigern, und das funktioniert schleppend. Alina Strasser sieht den weiteren Entwicklungen optimistisch entgegen. Ich möchte mir in Zukunft selber persönlich für mich dafür einsetzen, dass wir Frauen wirklich in allen Lebensbereichen gleichberechtigt sind wie Männer. Und ich denke schon, dass sich da jetzt in der modernen Welt jetzt noch einiges ändern wird, und auch zum Guten. Auch in der Fußballwelt dominiert das männliche Geschlecht. Gleiches gilt für die Position von Schiedsrichtern. In Österreich liegt der Frauenanteil bei nur 10%. Vera Domser sprengt das Klischee und identifiziert sich ganz mit ihrer Aufgabe. Rosalie Magdl und Viktoria Nedved haben sie beim Spiel in einer Wiener Amateurliga porträtiert. Keine grobe Fouls, keine Unsportlichkeit, keine Beleidigung, keine Beschimpfung, keine Kritik, keine Diskussion. Die Entscheidung ist getroffen, mit mir gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ich möchte nicht hinter meinem Rücken Schrei hören, Jury oder diesen, dasen. Und ich meine das ernst, Jungs. Haben wir uns verstanden? Ja. Auf ein faires Spiel. In unserer Gesellschaft sind Ja-Sager und Nicker gefragt. Und ich war, wie gesagt, in meinem Leben nie Ja-Sager und nie ein Nicker. Gelb, Rot, Kugelschreiber, Notizblock, die Uhr, die Pfeife und die Mütze für die Auslösung. Mhm. So, jetzt bin ich fertig und jetzt geht's los. Servus. Servus. Hallo. Hallo. Ohne Durchsetzungsvermögen bleibst du als Frau am Platz über. Respekt sich zu verschaffen, Durchsetzungsvermögen, Gerechtigkeit am Platz darzustellen. Das sind diese Eigenschaften, welche mir persönlich in meinem privaten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben sehr viel beigebracht hat. Wie viel Österreich steckt eigentlich in mir? Eine Frage, die sich viele Menschen mit Migrationshintergrund stellen. Auch für die zweite Generation, die ihr ganzes Leben in Österreich verbracht hat, ist die Herkunft der Eltern ein wesentlicher Teil ihrer Identität. Dazu haben Konstanze Kreuzberger und Theo Reichenpfader einen jungen Mann mit polnischen Wurzeln getroffen. Auf den Straßen Wiens ist internationale Vielfalt allgegenwärtig. Besonders beim Essen verbinden sich Kulturen. Nach einer Melange im traditionellen Wiener Kaffeehaus kann ums nächste Eck ein Kebab erworben werden. Dass die Integration von Fremdem aber nicht immer einfach ist, hat der 20-jährige Robert persönlich erlebt. Ich muss sagen, dass ich mich eher als Pole sehe, da meine beiden Elternteile aus Polen kommen. Sie sind aus dem Grund hergezogen, dass die wirtschaftliche Lage in Polen nicht sehr gut war und dass der Lebensstandard in Österreich viel besser ist. Ich versuche, so viele Aspekte wie möglich aus meiner polnischen Kultur in mein tägliches Leben in Wien einzubauen.
Ich gehe zum Beispiel auch jeden Sonntag in die Kirche, aber ich gehe dann in eine polnische Messe. In Österreich leben rund 2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist beinahe ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Durch zahlreiche Religions- und Kulturzentren wird die multikulturelle Identität Wiens bereichert. Die Schule spielt für Kinder und Jugendliche eine besonders wichtige Rolle bei der Integration. Ich finde, dass das Angebot für Migranten in Deutschkursen und so weiter schon sehr gut ist momentan. Also da liegt es wahrscheinlich dann vielleicht eher an der Einstellung des einen oder anderen, wenn er dann nicht sich integrieren will und zum Beispiel kein Deutsch. Biefke, wohin man schaut. Dieser Eindruck kann schnell entstehen, sieht man sich etwa an österreichischen Universitäten um. Das Verhältnis der Österreicherinnen und Österreicher zu deutschen Einwanderern ist traditionell schwierig. Welchen Vorurteilen diese Gruppe ausgesetzt ist, berichten Paul Meyer und Maximilian Kalender. Moin moin, eine Apfelschorle bitte. Sandalen mit Socken, Dosenbier und Fußball. Klischees über Deutsche gibt es viele. Die wenigsten davon sind positiv. Gerade hierzulande ist die Skepsis gegenüber dem nördlichen Nachbarn groß. Beim Fußballschauen bekamen es die deutschen Mitbürger immer besonders stark zu spüren. Der gebürtige Schwabe Jockel Weichert wollte daran etwas ändern. Deshalb gründete er 2008, nach 9 Jahren in Österreich, die Online-Community Piefke Connection Austria. Zu dem Zeitpunkt eben die Europameisterschaft anstand im Fußball und ich 2 Jahre davor, ja 2006, gesehen habe, wie ganz Deutschland feiern kann und in Österreich ist man gesteinigt worden als Deutscher. Trotz der vorherrschenden Umstände sind in der jüngsten Vergangenheit viele Deutsche nach Österreich gekommen. Die Zahl der hier lebenden deutschen Staatsbürger hat sich in den letzten 14 Jahren mehr als verdoppelt. Von ungefähr 90.000 im Jahr 2005 auf knapp 200.000 Anfang dieses Jahres. Damit sind die Deutschen auch die mit Abstand größte Einwanderergruppe in Österreich. Die Situation der Deutschen habe sich laut Weichert allerdings deutlich verbessert. Das liege auch daran, dass die Unterschiede, vor allem bei den Jüngeren, immer stärker verblassen. Also man findet ja kaum noch einen Schüler, der irgendwie Dialekt sprechen kann oder der jetzt einen Wiener Dialekt hätte zum Beispiel. Bis die letzten Vorbehalte gegenüber Deutschen verschwunden sind, wird es aber wohl noch einige Zeit brauchen. Zeit haben wir leider keine mehr. Das war's für heute von Tiefenschärfe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.